Zwei Männer gingen hinauf zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer sprach bei sich selbst dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen bin. Die Räuber, Betrüger, Ehebrecher. Ich danke dir, dass ich auch nicht bin wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dir den Zehnten meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich auf die Brust und sagte: Gott, sei mir armem Sünder gnädig. Ich sage euch, der Zöllner kehrte als Gerechter nach Hause zurück, nicht der Pharisäer. Denn der, welcher sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht.